Werte Zuschauer, eine Seltenheit, ein Grüner bei Hallo Meinung und dazu noch ein Arzt. Grüner und Arzt, passt das zusammen? Darüber werden wir uns unterhalten mit Dr. Steffen Grüner. Herr Dr. Grüner, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Hallo Weber, danke für die Einladung und hallo an die Zuschauer. Jetzt müssen wir mal aufklären. Sie sind nicht bei den Grünen, sondern Sie haben schon gehört, liebe Zuschauer, Dr. Steffen Grüner ist praktizierender Arzt in Westerkappeln, das ist in Nordrhein-Westfalen. Und er vertritt zwei Körperschaften, darüber werden wir uns unterhalten. Er ist Mediziner und ist in die Politik gegangen. Er ist erster Vorsitzender der Werteunion-Partei in Niedersachsen. Was hat Sie dazu bewegt? Ja, Herr Weber. Ich denke mal, was viele, wenn nicht sogar alle in der Werteunion auszeichnet, ist, dass keiner von uns jemals in Betracht gezogen hat, in die Politik zu gehen. Ich selbst, ja, wie soll ich sagen, sehe mich mit zunehmender Zeit eigentlich so als Widerstandskämpfer, weil ja, wir haben es mit einem überbordenden Staat zu tun, der uns mit Vorschriften, ja, wie soll man sagen, drangsaliert, uns einengt, Bereiche einnimmt, die vor 10 oder 15 Jahren völlig undenkbar waren. Denken Sie zum Beispiel an die Familienpolitik, wenn ich da an bestimmte Broschüren aus dem BMG denke, die dazu dienen sollen, ja, politisch Verdächtige letztendlich zu identifizieren, dann ist das eine Sache, wo ich sage, das ist schon sehr, sehr übergriffig. Und was uns als Werteunion auszeichnet, ist, dass wir im Gegensatz zu anderen Parteien uns dafür einsetzen, dass wir eben weniger Staat haben wollen. Gerade was zum Beispiel Familie und Schule betrifft, da halten wir also einen überbordenden oder einen starken Staat eigentlich für fehl am Platz. Nun, lassen Sie kurz ergänzen, Sie sprechen die Fibel Enemene Mu. Antonia, die vom Bundesministerium für Familie mit unterstützt wurde. Liebe Zuschauer, ging es darum, wenn Sie eine Tochter haben, die im Haushalt hilft und Zöpfe hat, und wenn Sie einen Jungen haben, der noch zur Schule läuft und sportlich ist, dann ist es verdächtig, einer völkischen Familie anzugehören. Und daran erkennen Sie das, was Dr. Grüner zum Ausdruck bringen will, wie die Familie, die wichtigste Kaste in unserer Gesellschaft, doch hier ein gewisses Maß an Zerstörung finden soll. Nun kommen viele Menschen und sagen, okay, Werteunion Partei, wir sprechen jetzt nicht mehr über den holprigen Staat, das ist Schnee von gestern, aber Werteunion Partei in der vorhandenen Parteilandschaft, wo sehen Sie Ihre Platzierung? Also grundsätzlich sehen wir eine Repräsentationslücke zwischen der nach links gedrifteten CDU und der in Anführungsstrichen rechten AfD. Das heißt also, jeder, der die AfD wählen möchte, soll das bitte auch tun. Wir bewerben erstens die Nichtwähler und zweitens die enttäuschten konservativen bzw. liberalen Wähler von der CDU, von der FDP. Und nicht, wir haben auch, Sie werden es kaum glauben, Herr Weber, auch Zuspruch von Menschen aus der SPD, die, ja, wie soll man sagen, einem Helmut Schmidt hinterher trauern und jetzt ja, sich mit einem Olaf Scholz beschäftigen müssen. Ach, der war gut, da muss ich rufen ein Lachen in mir hervor. Ja gut, es gibt bei der SPD durchaus ein Klientel, die nachdenken und die auch noch wissen, wie es einst mal war. Sie haben geschickterweise angesprochen, dass Sie sagen, wer bei der AfD bleiben will. Halten Sie die CDU, wir verfolgen das sehr genau. Wir verfolgen das, wenn Friedrich Merz etwas sagt, wir sehen die Kontrahenten Wüst und Daniel Günther. Halten Sie die CDU, wir wollen nicht über andere Parteien, wir kommen gleich wieder zu Ihnen zurück. Halten Sie die überhaupt für reformierbar, was die kommenden Dekade angeht? Denn das, was sich da abspielt, hat ja wenig Chance. Wüst sagt ja selber, wir waren nie eine konservative Partei. Halten Sie es für reformierbar? Also Sie haben die Antwort ja schon vorgegeben. Also momentan nein und leider auf lange Sicht auch nicht für reformierbar. Das, was Sie angesprochen haben, dass ein Herr Wüst sagt, das Konservative sei nie Markenkern der CDU gewesen, das hat mir, als ich das in der FAZ lesen musste, einen richtigen Stich versetzt. Und ja, ich war 24 Jahre, 20 Jahre CDU-Mitglied, mit vollem Herzen, aber ich konnte in den letzten Jahren der CDU leider nicht mehr die Stimme geben. Genau aus diesen Gründen. Wir haben als Werteunion 20, als es für Herrn Merz um den Parteivorsitz ging, haben wir ihn unterstützt. Wir hatten große Hoffnungen in Herrn Merz gesetzt. Aber wir müssen leider realisieren, dass auch ein Herr Merz momentan in der, ja, wie soll man sagen, nach links-grün abgedrifteten CDU keine Chance hat. Und das Schlimme ist ja, und das sehen Sie genau richtig, Nachfolger von Herrn Merz, auch dort, nicht? Wir sehen einen Herr Günther, der sich vorstellen kann, mit den Linken zu koalieren.
oder zu sprechen oder ja überhaupt mit der SED-Partei sich als CDU zu beschäftigen. Wir haben den Herrn Wüst, das haben wir schon angesprochen, das sind ja letztendlich auch die Nachfolger. Insofern sehe ich momentan für Menschen, die konservativ sind, im Sinne bewahren eines Standards oder ja, liberal oder libertär, für diese Menschen sehe ich in der CDU momentan und auf absehbare Zeit keine Zukunft. Der öffentlich-rechtliche und die gängigen Printmedien öffnen das Fenster so, dass sie in eine Richtung schaut. Wir von Hallo Meinung und Peter Weber, wir öffnen das Fenster so, dass ihr euch eine Meinung bilden könnt und vor allen Dingen eine Meinung, die zukunftsweisend ist. Wir sagen danke für die Unterstützung und die, die uns noch nicht kennen, wäre es schön, wenn ihr mal reinschaut. Danke, sagt das Team und Peter Weber. Nun erleben wir, viele Menschen schreiben uns an. Wir haben einen regen Mailkontakt. Unsere Kommentierungen beziehungsweise Kommentierungen, die wir erhalten, sind sehr inhaltsreich und geistreich. Wir haben angefangen, dann hat man sicherlich ein Sammelbecken. Das ist jetzt nicht abwertend. Die Menschen, die wütend waren, die muss man auch verstehen. Aber es hat sich im Laufe der Jahre bei 3.300 Sendungen, jetzt in 5 Jahren, im Oktober werden es 5 Jahre, hat sich herauskristallisiert, wir erleben eine Menge Geisteskraft, wo Menschen seit 3 Jahren sehr inhaltsreich und nachvollziehbar schreiben. Und wir haben jetzt unlängst wieder Schreiben bekommen, sehr viele zur Werteunion-Partei, dass sie ein gewisses Maß an Unverständnis und Enttäuschung haben, wenn es dort heißt, wir reden mit allen, wir reden auch mit den Grünen. Halten Sie es für ungeschickt, denn danach kommt ein Erklärungsbedarf, der von den Leuten nicht abgenommen wird. Denn in Thüringen ist es einfach so zu sagen, wir reden mit den Grünen. Wir wissen, dass die Grünen dieses Land in einen desolaten Zustand versetzt haben, was die Innen-, die Außenpolitik, die Wirtschaftspolitik angeht. Ist es ungeschickt? Ja, seien Sie ein bisschen gnädig. Es ist ja eine sehr junge Partei, ne? Und Sie dürfen nicht vergessen, dass Ich habe ja auch gnädig gefragt. ja, absolut. Ja. Ja, sehen Sie es und nach. Natürlich werden Fehler gemacht, nicht? Gerade in der öffentlichen Debatte, man erlebt es ja immer wieder, dass Sätze aus dem Satzzusammenhang gerissen werden und dann auch gerne einem um die Ohren fliegen. Aber ja, dass die Grünen für die Werteunion nicht in Frage kommen, das ist natürlich alles klar. Das, was Herr Maaßen gesagt hat, ist natürlich, dass wir Sachpolitik betreiben wollen. Das heißt also, wenn jemand aus dem bundespolitischen Umfeld sagt, wir unterstützen euch, indem wir die Grenzen jetzt wieder schließen bzw. einer Kontrolle unterziehen, wir halten momentan die Atomkraft für geeignet, um eine Grundlastsicherheit für Deutschland zu geben. Wenn wir in diesen Themen Unterstützung finden, dann arbeiten wir natürlich zusammen. Aber Sie haben völlig recht. Also deckungsgleich mit den Grünen ist die Werteunion auf keinen Fall. Insofern kommen die Grüne und auch viele andere Parteien natürlich nicht in Frage. Herr Dr. Grüner, wir bekommen sehr viel Anschriften von Eltern, die haben Angst um ihre Kinder. Wir haben Anschriften von Polizisten aller Dienstgrade, die sehr unzufrieden sind. Also lassen Sie uns auf die Lage des Landes zurückkommen. Wir haben innenpolitisch, haben wir nicht nur in der Stadt, sondern auf der Fläche haben wir sehr viele Unwägbarkeiten in Form von Übergrifflichkeiten, die dann oft zu schweren Verletzungen führen oder zum Tode. Wir haben das bei uns erlebt. Bahnhof Lauf am Wochenende jetzt ist ein Iraner mit einem Messer auf Polizisten losgegangen, ist erschossen worden. Wir haben das gesammelt. Wir machen darüber keine Sendung. Es wäre einfach zu viel und würde uns selber in einen Zustand versetzen der Deillusionierung. Aber haben wir nicht in dem Land jetzt eigentlich, ist es nicht 5 vor 12, dass wir sagen, wir müssen viele Dinge bewegen, die innere Sicherheit, was den Bereich der äußeren Sicherheit des Krieges angeht. Wir haben einen ehemaligen SPD-Vorsitzenden, Gabriel, Sigmar Gabriel, der sagt, wir müssen die Russen auf dem Schlachtfeld schlagen. Und wissen Sie, das sind alles im Kontext. Sie als Mediziner haben ja ein Eid geschworen, Leben zu retten. Aber wir erleben jetzt Dinge, die weichen völlig ab von der Normalität dessen, was bei uns, sagen wir einfach, bis 2010, 2012 völlig normal war. Das gilt jetzt abdriftend ins rechts bis rechtsradikale Lager. Das Wort Nazi ist zur Gepflogenheit geworden. Macht Ihnen das Angst? Ein ganz, ganz klares Ja. Nicht, wo Sie, also gerade von der SPD hätte man doch aufgrund unserer Historie da ein gewisses Maß an Zurückhaltung oder Sensibilität erwarten können. Nicht? Wenn ein Herr Lauterbach zum Beispiel sagt, ne, das betrifft mich als Mediziner, unsere Praxen müssen kriegstauglich werden. Also Oh ja. da läuft es einem doch kalt den Rücken runter. Nicht? Also gerne unsere Praxen katastrophentauglich machen, das ist natürlich klar. Umweltkatastrophen können passieren, völlig, völlig klar. Aber kriegstauglich, das sind ja Töne, die wirklich an 1939 erinnern. Und wirklich also sehr, sehr viele und ungute
gerade von der SPD, also wirklich ungute Assoziationen erwecken. Ich bin da völlig bei Ihnen. Nun haben wir, Sie sind Mediziner, seit 1. Juli ist Cannabis freigegeben. Lauterbach sieht es für eine riesen Errungenschaft. Lassen Sie uns über zwei Dinge reden. Wir erleben den schleichenden Tod der Krankenhäuser, auch bei uns hier in Bayern. Sie sehen das in Niedersachsen. Zwei Fragen. Einmal das Thema Cannabis, die WHO und andere warnen. Wir haben selber in Nürnberg die Mudra mit unterstützt. Das ist eine Organisation, die kümmert sich um Drogenabhängige. Wir haben junge Menschen sterben sehen, die nicht aus der Spirale rauskommen konnten, wie die Entwicklung war von Cannabis und dann weitere Drogen. Wie gehen Sie mit der Freigabe um? Erste Frage. Dann die zweite Frage ist, Lauterbach mit den Fallpauschalen. Wie beurteilen Sie denn? Denn das eine hängt ja mit der unmittelbaren zusammen. Die Menschen müssen versorgt werden, die drogenabhängig werden. Auf der anderen Seite sagen natürlich viele Menschen, Moment, wenn ich ins Krankenhaus komme, wie wäre ich denn da versorgt? Also spätestens seit Corona ist das Vertrauen, was Gesundheitspolitik betrifft, doch arg strapaziert worden. Nicht? Ich persönlich, ich sehe in den Wintermonaten einen Mangel an Kinderfiebersäften, einen Mangel an Antibiotika. Gleichzeitig wird aber die Cannabisfreigabe als großer Erfolg gefeiert. Schwierig. Nicht? Ich bin Suchtmediziner. Ich weiß, dass Cannabis gerne eine Einstiegsdroge ist, dass gerade bei jüngeren Cannabis im Rahmen des Wachstums ganz erhebliche Schäden hinterlassen kann. Also ich persönlich bin mit der Cannabis-Freigabe so in dieser Form nicht einverstanden und ich halte sie auch für verfehlt, denn wir haben auch noch wirklich ganz dringende und andere Probleme. Das Kliniksterben, ja, nicht? Wir sind alle betroffen, auch wir in Niedersachsen. Ich persönlich bin in einem Ort, in dem jetzt zwei große Grundversorger wegfallen werden. Und wenn ich meine Notdienste fahre und Probleme habe, die Patienten unterzubekommen, dann frage ich mich natürlich und sehe mit großer Sorge, wie das sich zukünftig gestalten soll. Was die Gesundheitspolitik betrifft, denke ich mal, bedarf es einer gesamtpolitischen Diskussion mit allen zusammen. Was ist uns Gesundheit wert? Möchten wir die Krankenhäuser betriebswirtschaftlich betrachten oder sagen wir, die Krankenhäuser haben eine Garantenfunktion, ähnlich wie die Feuerwehr? Auch die Feuerwehr wird ausreichend ausgestattet und ausreichend bezahlt, obwohl sie nicht jeden Tag im Einsatz ist. Ich denke, dieser Diskussion müssen wir uns auf jeden Fall stellen und wir müssen auch in der Politik begreifen, dass Gesundheit ein hohes Gut ist, was nicht unbedingt nur nach rein betriebswirtschaftlichen Kriterien betrachtet werden muss. Was die Krankenhäuser betrifft, der Krankenhauskatalog, nicht? Ich bin mit vielen Verwaltungschefs auch im Rahmen meiner Tätigkeit für die Ärztekammer in Kontakt gewesen. Alle, wirklich alle, unisono und egal welches Parteibuch, beklagen das, was jetzt momentan läuft. Es werden riesige Mengen an Datenmüll letztendlich produziert und am Ende des Tages wird natürlich dabei rauskommen, dass noch mehr Krankenhäuser sterben werden. Also insofern ist das wirklich eine sehr, sehr ungute und wirklich besorgniserregende Entwicklung. Reden befreit, und das tun wir. Wir tun es täglich in Form von Berichterstattung, die ihr weder im öffentlich-rechtlichen oder nur gemindert dort seht oder in den Printmedien. Wir berichten von den Ereignissen, die wir da nicht zu hören oder zu sehen bekommen. Ihr wisst es zu würdigen, dafür sagen wir recht herzlichen Dank und bitte empfehlt uns weiter. Das Team von Peter Weber und meiner Person selbst. Lassen Sie uns auf den Parteitag der AfD zu sprechen kommen in Essen. Da war im Vorfeld sehr viel Aufregung. Man hat bestehende Verträge, hat man plötzlich umgeändert, was natürlich ein No-Go ist. Die Gewerkschaften Verdi hat zusammen mit Antifa aufgerufen, das haben wir vorzulegen, die Kirchen haben aufgerufen, alle Parteien haben aufgerufen, dagegen zu intervenieren. Es haben auch der Oberbürgermeister von Essen, wir haben eine Sendung gemacht, Dr. Grüner. Essen ist eines der ja, verbrechensreichsten Städte in Deutschland, was Schießereien, was Vergewaltigung, was Messerstechereien angeht. Es ist schade für die Menschen, die dort leben und gerne dort leben. Aber haben wir uns am Wochenende von der Demokratie verabschiedet und ist die Heuchlerei Einzug gehalten? Herr Weber, es scheint wirklich so zu sein. Also gerade wenn der Essener Oberbürgermeister mit CDU-Parteibuch, nicht, also sich da mit der Antifa gemein macht, so muss man es ja wirklich sagen, dann ist das also wirklich besorgniserregend. Nicht? Man kann zu der AfD stehen, wie man will, aber man muss bitte auch akzeptieren, sie ist demokratisch gewählt worden. Nicht? Und was ich immer sage, wenn das Thema AfD bei uns fällt, man muss wirklich sagen,
wie schlecht muss die Politik sein, dass, sagen wir mal, die AfD einen so großen Zulauf hat, ne? Die Ursachen oder wie soll man sagen, die Gründe für die AfD sind letztendlich ja von unserer Politik aus erwachsen. Also die ganze Behandlung der AfD ist, muss man sagen, wirklich sehr, sehr undemokratisch, nicht? Sie ist demokratisch gewählt, dann bitte muss man mit ihr auch so umgehen. Und das, was wir in Essen erlebt haben, vor allen Dingen, was mich sehr betroffen gemacht hat, dass also Delegierte gehindert worden sind, zu ihrer Delegiertenversammlung zu kommen und dass Polizisten mit ihrer körperlichen Unversehrtheit gerade stehen mussten, letztendlich, dass das demokratische Grundrecht, ja, letztendlich des Protestes da in dieser Art pervertiert worden ist, das ist also wirklich ganz, ganz schwer erträglich. Die Presse, die Medien. Uns gibt es jetzt, wie gesagt, 5 Jahre. Wir haben 3.300 Sendungen. Uns würde es nicht geben, würde die vierte Macht im Staate ihre Arbeit so machen, wie es sich gebührt. Wir haben nun alle Sender auf dem Plan. Wir verfolgen die Tageszeitung, aber wir erkennen keine Berichterstattung mehr, die in irgendwelcher Form neutral beziehungsweise ausgewogen ist. Es gibt Beispiele dafür, wie es geht. Ulf Poschardt von der Welt, Frau Schneider bringt oft Beispiele, die Neue Züricher, aber alle anderen, die Süddeutsche, die FAZ, entdecken wir wirklich Berichterstattung oder gar ARD und ZDF, das lässt zu wünschen übrig. Wie gehen Sie mit der Veröffentlichung und mit der GEZ um? Ja, man muss wirklich sagen, die Neue Züricher Zeitung ist die neue Westpresse, nicht? Also es Das ist andere ist alles wirklich, neues Deutschland, ja. ja. Naja, man will es nicht übertreiben, aber also man sieht schon, also mit großer Sorge letztendlich, dass Haltungsjournalismus also einen ganz, ganz großen Teil der Berichterstattung ausmacht, nicht? Und dementsprechend auf Alternativmedien umgeschwenkt wird. Ja. Also dass auch das, auch da bedarf es, denke ich mal, eines Umdenkens, nicht? Natürlich, Neutralität im Journalismus, das ist schwer zu erreichen. Aber wenn man zumindest die ganz Alten, denken wir an einen Herrn Friedrichs zum Beispiel oder an einen Herrn Löwenthal, die, ne, These, Antithese und Synthese betrieben haben. Also wo der Kommentar nicht automatisch auch schon der Bericht war, nicht? Also so viel muss man gerade von den GEZ-finanzierten Medien doch bitte verlangen, nicht? Also bitte Pro und Contra, meinetwegen Kommentar, aber man muss immer auch den anderen Part hören, denn ich denke mal, was die Zuschauer interessiert, ist ja letztendlich nicht die Haltung des Journalisten, sondern eben das, was passiert ist, ne? Berichten, was ist, und berichten, was war und nicht, wie es uminterpretiert wird. Und da sind wir in der momentanen Berichterstattung meilenweit von entfernt. Anja Reschke sagte ja, Sie haben den Auftrag, den Wähler zu erziehen. Darüber haben wir Sendungen gemacht und das sollte schon ein Weckruf sein. Zum Schluss des Interviews. Dr. Steffen Grüner, Hypothese, hat die Chance, Ministerpräsident von Niedersachsen zu werden. Er löst Herrn Weil ab. Die drei wichtigsten Aspekte, länderpolitisch. Austerität, das heißt also, dass die Ausgaben des Staates bitte auch ja, mit den Einnahmen korrelieren. Wir möchten eine Entlastung der Bürgerinnen und Bürger, gerade was Steuern betrifft. Da haben wir ganz viele Reformansätze gebracht. Und ja, das, was wir angesprochen haben, Neutralität in der Politik, aber auch in der Medien- und Berichterstattung, auch das wäre ein ganz großes Thema, was wir in Niedersachsen auf den Weg bringen wollen. Lassen Sie mich zum Schluss noch das ergänzend fragen. Das Thema Krieg, ist es nicht an der Zeit, mal über Waffenstillstand zu reden und nicht sagen, wir pumpen weitere Milliarden. Wer am Ende des Tages den ersten Schuss abgegeben hat, ist völlig egal. Es sterben junge Menschen und irgendwann wird man mal darüber reden müssen, was müssen wir mit diesem Krieg tun? Ihre Meinung dazu würde mich interessieren. Also wir von der Werteunion vertreten eine ganz klare Meinung. Dieser Krieg schadet unseren deutschen Interessen, schadet unserer Wirtschaft. Alle Restriktionen, die Herrn Putin aufgelegt worden sind, haben letztendlich nur uns geschadet und nicht Herrn Putin. Und wenn man mit großer Sorge das Durchschnittsalter der ukrainischen Soldaten sieht, dann ist es ganz klar, dass dieser Krieg momentan, ganz egal wie viele Waffen wir liefern werden, nicht zu gewinnen ist. Also so bitter es auch klingt, und Sie haben völlig recht, es ist natürlich ein völkerrechtswidriger Krieg gewesen. Es war ein Angriffskrieg, das muss man ganz klar sagen. Aber wenn dieser nicht zu gewinnen ist, dann muss man auch die menschliche Seite sehen. Auch wenn das jetzt für die Ukraine heißen könnte, Gebiete abzutreten und erstmal einen Separatfrieden zu machen. Ja, liebe Zuschauer, Interviews, die inhaltsreich sind mit Menschen, die aus dem Leben kommen, seines Zeichens Arzt und Mediziner in
Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen. Sie machen sich ihre eigene Wertung daraus, wie ich empfinde, keiner Frage ausgewichen, ein Mann, der aus dem Leben kommt. Bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauer, und bei Ihnen, Dr. Grüner, und sage einfach verhaltenermaßen bis zum nächsten Mal. Danke. Herr Weber, vielen Dank für die Einladung und grüß Gott an die Zuschauer.